Tja, StarCraft auf der Dreamhack. Lippo gegen Nachi. Wir hätten eigentlich mal mehr auf die Gamer-Namen eingehen sollen, weil ich finde Nachi. Ich kann die lesen. Tja, ich glaube, der eine ist Zirk und der andere ist eine andere Rasse. Es gibt 3 Rassen. Und davon werden 2 gespielt. Weil das ist ein One vs. One. Ne? Ganz logisch. Tja. Ansonsten geht es um Ressourcen, muss man abbauen. Also man beutet eigentlich einen fremden Planeten aus und macht Krieg damit. Ja. Dafür steht nämlich das Craft. Das ist nicht die... Ist das dann die Stern... Nee, StarCraft? Doch, die Sternkunst? Bescheuerter Name, oder? Weil es hat wenig mit Sternen zu tun. Das ist ja ein Planet. Keine Sonne. Oder kein Stern. Aber die haben Laser, das ist cool. Ich meine, das richtige Commentary machen die ja da. Sitzt überhaupt einer, der irgendwas kommentiert, oder ist es einfach nur die Bühne? Oder? Der ist einfach nur ein Beamer, ne? Tja, so ist das hier, StarCraft. Das ist nämlich voll der große Mega-E-Sport-Titel. Liegt daran, dass man viele Tasten drücken muss oder schnell viele Tasten. Das sind dann Action per Minute. Und da musst du so deine 120 bis 160 Action per Minute machen. Und ja, also 2-3 Befehle pro Sekunde durchsetzen. Ich weiß nicht, ob die das hier machen. Man sieht es ja nicht spielen, ob die hier rumklicken. Und es gibt irgendwie noch Makro- und Mikro-Management. Aber das gibt es auch im BWL-Studium. Ob es... Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung zu kommentieren. Also, man wählt seine Einheiten aus. Ich glaube, er sammelt sich gerade zum Angriff, der andere auch. Und der hat einen zurückgelassen. Der ist natürlich sehr einsam. Und die chillen ab in der Luft. Die sind schon ein bisschen high. Und ich glaube, das Ziel ist es, all seine Einheiten in Flugzeuge zu verwandeln. Weil damit bist du überlegen. Guck mal, da krabbeln einfach welche rum und die fliegen einfach rum. Und deswegen, die wollen auch keine einzelnen Krabbler haben, die ein bisschen rumkrabbeln. Die wollen einfach nur, hier, guck mal, die sagen, hey, der kann fliegen, wir können nie fliegen, wie scheiße ist denn das? Und die fliegen die gemeinsam rum. Oh, jetzt passiert hier was. Oh, guck mal, das sind kleine Insekten, die einfach nur vernichtet werden. Und der macht jetzt auch was. Ich komme da schlecht hinterher, weil die zu schnell umschalten. Ich finde, die sollten einfach nur die Mitte sich anschauen, weil in der Mitte ist ja mehr Action. Tja. Oh, how many Lurkers are there? Das habe ich natürlich verstanden. Wie viele Lurker sind hier? Und wenn man sich hier ein bisschen runden umschaut, sind hier viele Lurker, die einfach nur schauen und nichts dazu beitragen zum StarCraft E-Sport. Das ist eine Schande. Eine Schande ist das. Tja. Oh, guck mal, da sind jetzt ganz viele neue Punkte erschienen. Das ist das neue Bonusziel. Du musst mit einem einzelnen Zirkling all diese kleinen Pfeile einsammeln und dann wirst du zu einem Zwirkling. Und hier haben sie es geschafft. Da werden ein paar Raketen abgeschossen. Die kommen natürlich runter. Oh nein, da geht's los. Den Feuerwerk hat das nie so gut gefallen. Deswegen geht jetzt hier doch ein Blue Laser oder der andere Laser. Oh, Vision. Nee, hä? Irgendwas passiert hier. Ich glaube, hier wird was zerstört. Der blaue Laser war erfolgreich, ja? Blau ist die Farbe dieses Planeten. Blaue Laser gewinnen hier. Blaue Laser sind stärker, denn wer den blauen Laser kontrolliert, gewinnt das Spiel. Darum geht's. Vielleicht ist es auch so eine Art Paarungsritual, dass man sich immer erst annähert, ein bisschen neckt und dann zieht man sich wieder raus und wieder rein. Das könnte ich mir auch vorstellen. Und das ist jetzt Basenbau, weil jeder weiß, Basen und Säuren, das muss man im Gleichgewicht halten, um den pH-Wert neutral zu halten. Und deswegen hat man hier was Blaues und auch was Grünes. Und das ist eben sehr basisch, seine Basis da hinten, ne? Das ist mir jetzt so aufgefallen, während er hier, der hat ein paar rote Kristalle drin, das ist ein bisschen rot, das ist mehr säurelastig. Ah,
absolut krass, was hier passiert. Man hört es an der Publikumsreaktion. Tja. Ich weiß nicht, was das ist. Was sind diese Pfeile? Oh mein Gott. Können die sich mal wieder kämpfen? Also ich finde hier, Spieler Blau muss jetzt mal angreifen. Das ist meine Einschätzung der Lage. Der hat einen Warp Prime. Eindeutig. Und Monster Energy. Monster Energy ist ein Special Event, was da passiert. Sobald man mehr als 5 Minuten nichts gemacht hat, keinen angegriffen hat, muss man eine Dose Monster Energy trinken. Und dann geht das natürlich gleich wieder los. Hier, das passiert dann. Oh. Verrückt. Die bauen hier gerade dieses Gebäude auf und haben es abgerissen. Sie haben es abgerissen, weil sie keine gültige Baugenehmigung hatten. Die mussten nämlich erst vorher beantragen im internationalen Star Council. Tja, ansonsten passierte das. Dann kommen einfach hier die Roten, die Kommunisten und reißen es ab. Ja, und jetzt kommt hier eine kleine Razzia und geguckt. Die schauen nämlich nach, ob die alle eine Baugenehmigung hatten. Und da kramen sie sich erstmal ein und sagen, nein, haut ab. Tja. Und dass es nette Leute sind, hauen die natürlich auch wieder ab. Und der hat jetzt hier eine Baugenehmigung erteilt, deswegen kann der jetzt hinten sein Gebäude upgraden. Haben die Schilde da an ihren Armen und Kanonen? Hat er sich, und der, da hat er sich wieder ausgegraben. Ich glaube, der macht so eine Guerilla-Taktik und probiert, naja, den Schlamm zu kontrollieren. Das ist ein Schlammmagier-Rasse, also die Zirklinge als Spezialisierung, Schlammmagie. Und damit probiert er seine, tja, Plasma-Gegner zu überraschen, weil wenn du Schlamm gegen Plasma einsetzt, ist es besonders effektiv, weil das die Linsenoptik der Waffen verschmiert und damit sind sie, streuen sie breiter und nicht mehr so konzentriert und machen wir insgesamt weniger Schaden. Das ist ein wichtiges Upgrade, was man da kaufen muss und ich glaube, das hat er jetzt gemacht. Nein, ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Ich bin davon fest überzeugt. Und jetzt zeigt er denen mal hier seine neue Schlammtaktik. Aber ich glaube, doch, das ist er, doch, da kommt Blau ran und da kommt hier die erste Schlammmagie. Oh, ja, man sieht schon, die schießen nicht mehr zurück. Die schießen einfach nicht mehr zurück. Das Eis verschlammt. Eindeutig. Und da wird natürlich auch gesagt, hier, jetzt lasst mal eure Baugenehmigung sehen. Keine Baugenehmigung. Auch das Gebäude wird abgerissen. Zack, ist es weg. Schlammmagie gewinnt eben. Schlammmagie ist OP. Tja, sieht gut aus für Blau. Die Zirklinge. Schlammmagie. Das war ein sehr wichtiges Upgrade, was da gebaut wurde. Man kann jetzt noch das Lehm-Upgrade dazu holen, um dann festere Hütten zu bauen. Ob er das noch machen wird, wage ich zu bezweifeln, weil das ist ein sehr Pro-Move. Da muss man 5 Aktionen gleichzeitig ausführen. Das ist ziemlich schwierig, wenn man nur 2 Finger an der Maus hat. Tja, ansonsten hat man jetzt hier noch so diese Laserkanonen. Und die kramen sich natürlich wieder ein, haben ein bisschen Schlamm aufgesammelt und zeigen es denen jetzt hier. Oh, da kommt natürlich das große Mothership. Das sagt kurz Hallo und fragt, was geht ab? Und dann stellt es fest, hey, wieso hast du deine Basis verloren? Scheiße war's. Und dann zieht es wieder ab, weil es scheiße findet. Würde ich genauso machen als Mutterschiff. Tja, die Schlammmarker ziehen jetzt wieder los. Ich glaube, das ist das erste Lehmhüttengebäude, was da errichtet wurde. Und jetzt geht es um die Mitte. Mitten rein statt nur dabei. Ist ein beliebtes Motto der StarCraft-Spieler. Da hat Blau wohl die Mitte geholt und sagt, hey, schleimt hier nie rum, sonst schleime ich euch ein. Ne? Trauen sie sich zurückzuholen? Ne, sie trauen sich es nicht, weil sie genau wissen, da ist nichts mehr zu holen. Ja, könnte genauso jetzt aufgeben, es ist vorbei, eigentlich ist es gelaufen. Blau hat für mich gewonnen. Also jetzt, wenn man jetzt noch Wetten abschließen kann, würde ich sagen, $5 auf Blau.
eindeutig.